Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch eine ketogene Pizza, auch Low Carb Pizza genannt, weil sie vollständig ohne Kohlenhydrate auskommt. Durch die Reduzierung von Kohlenhydraten und jeder Art von Zucker vermeiden wir schädliche Insulinschwankungen, die auf Dauer zu Organschäden und zu vielen Krankheiten führen. Ein Video zur ketogenen Ernährung werde ich euch in der Zukunft inshallah noch drehen. Jetzt bereiten wir das Wichtigste an dieser ketogenen Pizza vor, den Pizzaboden. Und der Pizzaboden soll eben kohlenhydratfrei sein. Sprich, der übliche Getreide-Pizzaboden wird hier durch drei Zutaten ersetzt. Und zwar benutzen wir Blumenkohl, Bio-Eier und Bio-Käse. Die Blumenkohlröschen werden jetzt hier auf einer Gemüsereibe ganz klein geraspelt. Man könnte sie auch in einer Küchenmaschine fein vermahlen. Ich habe die Röschen jetzt hier geraspelt und diese Stiele immer übrig gelassen, die benutze ich später für eine Suppe. Den fein geraspelten Blumenkohl werden wir dann in einer Pfanne auf mittlerer Hitze für etwa 10 Minuten braten, einfach nur damit er seine Feuchtigkeit verliert. Braten ist hier eigentlich nicht das richtige Wort, eigentlich wird der Blumenkohl nur mäßig erhitzt, damit er seine Feuchtigkeit verliert. Er soll also keine Farbe annehmen, also er wird nicht gebraten oder geröstet in dem Sinne, sondern einfach nur ein wenig auf mittlerer Hitze eben erhitzt, damit eben die Feuchtigkeit verdampft. Sobald sämtliche Feuchtigkeit verdampft ist, lassen wir den Blumenkohl abkühlen und dann wird er bereit sein für die weitere Verarbeitung. Jetzt fügen wir zwei Bio-Eier hinzu. Es ist eben sehr wichtig und entscheidend, dass die Eier und der Käse von Bio-Qualität sind, damit sie nicht säurebildend auf den Organismus wirken. Denn Eier von gesunden Bio-Hennen, die artgerecht gehalten werden und gesunde Körner picken dürfen, sind gesunde Proteinquellen. Wir würzen den Pizzaboden mit Himalaya-Salz und frisch gestoßenem Pfeffer, bevor wir dann noch den Bio-Käse hinzugeben werden. Und auch Bio-Käse bietet eine gesunde Protein- und Fettquelle, weil er aus unverarbeiteter Rohmilch von artgerecht gehaltenen Weidekühen erzeugt wird. Kühe, die frisches Gras fressen dürfen, kein Kraftfutter bekommen und kein Antibiotika oder andere ungesunde Medikamente verabreicht bekommen. Deshalb ist die Milch und deren Produkte von solch gesunden Tieren ebenfalls gesund. Jetzt werden diese drei Zutaten mit dem Salz und dem Pfeffer einfach gründlich vermischt. Und sobald wir das getan haben, werden wir diese Mischung auf ein Backblech geben, welches mit Backpapier ausgelegt ist, auf dem wir diese Mischung dann einfach zu einem großen Pizzaboden ausbreiten werden, indem wir mit dem Löffel oder mit der Hand einen großen, gleichmäßig runden Pizzaboden formen. Mit dieser Menge konnte ich, wie wir sehen, sozusagen einen Familienpizzaboden herstellen, der fast das gesamte Backblech einnimmt. Und den werden wir jetzt im vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei Mittelhitze goldbraun backen. In dieser Zwischenzeit werde ich jetzt die Tomatensauce zubereiten, die ich bei der Gelegenheit gleich in einer großen Menge herstellen werde, damit ich sie portionsweise auch einfrieren kann. Denn Tomatensauce braucht man ja für alle möglichen Gerichte. Die gehackten Zwiebeln werden in Kokosfett angebraten, und zwar in nativem Kokosfett, solange bis sie glasig sein werden oder anfangen etwas braun zu werden, und dann kommen 3 bis 4 solche Packungen biopassierte Tomaten hinzu, die ich jeweils noch mit reinem destillierten Wasser ausspüle, damit nichts verloren geht. Dann kommt noch etwas Tomatenmark auch hinzu und dann auch folgende Gewürze. Hier haben wir Biogemüsebrühe, Kurkuma, Himalaya-Salz, alles etwa 2 gehäufte Teelöffel, dann hier Oregano, frisch gestoßener Pfeffer und Kräuter der Provence. Abgesehen von dem Pfeffer habe ich alles, wie gesagt, 2 gehäufte Teelöffel genommen, damit das für diese Menge auch wirklich ausreicht. Dann werden die Gewürze nochmal gut damit eingerührt und dann verrühren wir das Ganze mit dem Pürierstab, damit man eben die Zwiebeln darin nicht sieht in der Soße und die Soße eine homogene Masse bekommt. Und sobald wir das getan haben, kommt dann noch Kokosmilch hinzu. Und zwar mindestens 200 ml, man könnte aber auch eine ganze Dose hinzugeben, 400 ml in diesem Fall. Die Kokosmilch schmeckt eben richtig köstlich in dieser Soße und die ersetzt eben die säurebildende Sahne, die eben meistens von homogenisierter und pasteurisierter Milch von nicht artgerecht gehaltenen Tieren stammt, sofern man jetzt keine Bio-Sahne zur Hand hat. Inzwischen ist der Pizzaboden fertig, wie wir sehen. Er hat eine wunderschöne goldbraune Farbe angenommen. Ich habe ihn hier ein wenig abkühlen lassen
um euch zu zeigen, wie biegsam und wie schön dieser Boden geworden ist. Von der anderen Seite sieht er genauso goldbraun aus, mashallah. Man könnte ihn also jetzt wenden und drehen und in der Hand halten. Er geht nicht kaputt, er ist also wie ein echter Pizzaboden. Man sieht, was für eine schöne Struktur der hat, subhanallah, wo er nur aus diesen drei Zutaten besteht. Ja, und jetzt, wo wir diesen wunderschönen Pizzaboden haben, jetzt können wir ihn ganz einfach wie bei einer normalen Pizza mit der Tomatensauce bestreichen und dann mit weiteren Zutaten belegen. Und da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, das kann dann jeder machen, wie er das gerne möchte, nach persönlicher Präferenz. Ich habe hier jetzt wieder Bio-Käse genommen und den klein geschnitten, weil ich keinen geraspelten mehr von diesem Bio-Käse hatte und habe zuerst eine Schicht von diesem Käse genommen, dann habe ich einige Oliven dazu gegeben. Ideal wäre es natürlich bei den Zutaten auch, dass sie von Bio-Qualität sind. Die grüne Paprika hier kommt auch aus meinem eigenen Garten. Ferner habe ich dann noch Bio-Zwiebeln hinzugegeben, also in Scheiben geschnittene Bio-Zwiebeln. Und dann noch diese eine Bio-Tomate aus meinem eigenen Garten ebenfalls. Dann habe ich vorsichtshalber einfach nochmal etwas Himalaya-Salz drüber gestreut und etwas Oregano auch, damit die Pizza auch wirklich gut genug gewürzt ist, bevor ich dann noch den restlichen kleingeschnittenen Bio-Käse oben drüber gestreut habe. So ist die Pizza dann fertig vorbereitet und jetzt kann man sie auch wieder in den vorgeheizten Ofen schieben, auf Mittelstufe bei Mittelhitze. Also etwa 175 Grad mit Umluft und die Pizza dann so lange backen lassen, bis der Käse eben goldgelb zerlaufen sein wird. Ja, und damit haben wir diese köstliche, gesunde Pizza schon fertig gebacken. Und sie schmeckt genauso herrlich wie eine ganz normale Pizza. Man schmeckt überhaupt keinen Unterschied, subhanallah. Obwohl wir keinen Getreideboden benutzt haben, keine Hefe und nichts von den Zutaten, die sonst in einen Pizzaboden gehören. Mit Ausnahme der Bio-Eier natürlich. Von dem Blumenkohl schmeckt man gar nichts. Die Pizza schmeckt eben wie gesagt wie eine ganz normale köstliche Pizza, mashallah. Bei der ketogenen Diät wird eben die Kohlenhydratmenge sehr stark reduziert, wodurch die Insulinausschüttung minimiert wird, die Fettverbrennung stark erhöht wird und die Leber Ketonkörper aus Fettsäuren produziert, die als Energieträger dienen. Die ketogene Diät hat zahlreiche Vorteile. Durch den Verzicht auf viele Kohlenhydrate wird der Stoffwechsel umgestellt. Der Körper lernt, Fett- und Ketonkörper als Energiequelle zu verwenden, statt Kohlenhydrate und Zucker. Der Insulinspiegel ist sehr niedrig, weshalb die Fettzellen sehr bereitwillig Fettsäuren abgeben. Diese Fettsäuren können dann direkt von der Muskulatur verbrannt oder in der Leber zu Ketonkörpern umgewandelt werden. Dadurch entstehen viele Vorteile für die Gesundheit, wie geringe Blutzuckerschwankungen, konstant niedriger Insulinspiegel, hohe Fettverbrennung, verbesserter Fettstoffwechsel, verbesserte Ausdauerleistung, Ketonkörper als Energiequelle für das Gehirn, weniger Heißhunger, erhöhtes Gefühl von Sattheit und weniger Konzentrationsschwankungen. Und dies sind nur einige Vorteile der ketogenen Diät. Zum einen kann man dadurch besser abnehmen und zum anderen kann die ketogene Ernährung entzündungshemmend wirken und dadurch ein aufgedunsenes Gesicht und Hautunreinheiten verbessern. Und Ketonkörper können im Gehirn neuroprotektiv wirken, also schützend auf Nervenzellen und dadurch den Verlauf einzelner Erkrankungen positiv beeinflussen. Schade. Dann wünsche ich euch gute Gesundheit, gutes Gelingen beim Nachmachen dieser leckeren Pizza. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.